Verehrte liebe Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau 200 Jahre ist es her, dass Karl Dreis zum ersten Mal mit seiner damals Draisine durch Mannheim fuhr, und damit war sozusagen der absolute Trend gesetzt für das Fahrrad. Und ich glaube, er hätte sich damals tatsächlich nicht vorstellen können, welche Bedeutung dieser fahrbare Untersatz tatsächlich einmal gewinnen könnte, dass er es sozusagen zu einer Bundestagsdebatte bringen würde. Und deswegen denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns heute mit dem auseinandersetzen, was mit dem Radverkehr zu tun hat. Es ist viel dazu gesagt worden, wie viel Geld der Bund investiert. Es ist viel dazu gesagt worden, wie wichtig hier die enge Verzahnung Bund, Länder, Kommunen auch ist. Und auch vor Ort, lieber Herr Zirke, da haben Sie mir aus der Seele gesprochen, das Bekenntnis zum Radverkehr darf natürlich nicht nur hier passieren und in Sonntagsreden, sondern dann muss man sich auch mal der Verantwortung stellen, auch mal sich zu dem Flächenverbrauch bekennen, der damit verbunden ist, aber eben auch zum Sicherheitsgewinn, der damit einhergeht für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sich für das Fahrrad interessieren und es benutzen wollen. Und dass das Thema Radverkehr ein Wirtschaftsfaktor ist, haben wir heute auch schon gehört. Zum mittlerweile 7. Mal findet die Velo Berlin hier in der Messe statt. Daran sieht man, es tut sich was in diesem Bereich. Das Fahrrad ist nicht mehr nur Fortbewegungsmittel, sondern durchaus auch in. Es ist ein Trend. Und lassen Sie mich das, weil sonst schon wirklich alles beleuchtet worden ist, das als Tourismuspolitikerin auch mal sagen. Das Thema Fahrradtourismus gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Und dafür sind natürlich auch unsere bisher schon sehr, sehr guten Radwege mitverantwortlich. Wenn Sie sich anschauen, die Zahlen gemeinsam, wir haben 5,2 Millionen Bundesbürger, die im letzten Jahr einen reinen Fahrradurlaub unternommen haben, und zwar hier bei uns im Land. Das ist ein Zuwachs von über 16%. Kaum ein Bereich verzeichnet einen so großen Zuwachs. So schlecht kann es also um unsere Radwege in der Tat nicht bestellt sein. Der Radweg Deutsche Einheit ist gesagt worden, das ist nicht mehr nur ein Radweg, das ist ein totaler Erlebnispfad. Touchpads, man kann sich überall über die Historie informieren. Freies WLAN für die, die da radeln. Das heißt, wir gehen hier schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Und jawohl, wir bekennen uns auch als Bund zu unserer Verantwortung. Ein Fahrradweg gehört mittlerweile wie selbstverständlich zu einer Bundesstraße. Und da bin ich ja bei Ihnen. Das ist ausbaufähig. Und da müssen wir überall noch mehr drauflegen. Aber dann bitte auch in Kooperation mit den Verantwortlichen vor Ort. Und dann nicht immer nur mit der Antwort, das wollen wir aber hier jetzt ausgerechnet nicht, weil da ein Molch vielleicht über die Straße laufen will. So funktioniert es dann auch nicht. Und ich denke, wenn wir sehen, 130 Millionen Euro nur für den Radverkehr, Ausbau an Bundesstraßen, ist schon gesagt worden, die Ertüchtigung an den Bundeswasserstraßen, was den Fahrradverkehr angeht, auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur touristisch, sondern auch sonst. Und die 25 Millionen für die Radschnellwege, da sind wir wirklich auch europäisch Vorreiter, das muss man in aller Deutlichkeit mal sagen. Das heißt, der Radverkehr gewinnt an Bedeutung im Allgemeinen für alle Pendler, aber auch für viele, die unser Land touristisch erkunden wollen. Wir wollen, dass Sie, liebe Frau Lühmann, sicher unterwegs sind, und zwar von Anfang an. Deswegen kann ich als Mutter von zwei radelnden Fünfjährigen nur sagen, ich bin heilfroh, dass Sie ein bisschen länger auf dem Gehweg bleiben dürfen. Denn trotz Fahrradhelm ist es einem nicht immer wohl dabei. Aber ich denke, es gehört bei uns dazu, dass die Kinder frühzeitig sicher radeln lernen und wir ihnen dann auch den Weg ebnen in den Verkehr. Da übernimmt der Bund Verantwortung, aber ich nehme alle anderen mit in die Pflicht, die sowohl an der Finanzierung wie auch an der Planung mitwirken müssen, weil wir es sonst nicht bundesweit hinbekommen. Bekennen Sie sich dazu, und da, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ludwig. Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktionell wird über